Karl-Heinz Feldkamp, der Retter in der Not, erhofft sich eine einstellige Platzierung am Ende der Saison. Aus dem Westfalenstadion berichten Jörg Dahlmann und Heinz Reudenbach. Fußballhochzeit im Revier. Schalke, Duisburg, Wattenscheid, Bochum und natürlich Dortmund. Im Westfalenstadion herrschte vor 36.000 so etwas wie Festtagsstimmung. Es galt, einen Rekord zu feiern. Horst Köppel hat es geschafft, den Bundesliga-Trainerrekord bei Borussia Dortmund einzustellen. 71 Bundesligaspiele. Auch Feldkamp hatte es hier nicht so lange geschafft. Er wurde im April 83 gefeuert, nachdem die Borussia im Pokal gegen Fortuna Köln mit 0:5 verloren hatte. Feldkamps Lauterer beim Einwurf. Kunz, Kopfball und der Ball ist im Tor. 1:0 für den 1. FC Kaiserslautern nach bereits 8 Spielminuten. Stefan Kunz ließ sich feiern, aber es war ein Eigentor von Thomas Helmer. Nach dem Einwurf des starken Markus Kranz schafft Helmer somit, was Kunz wollte. Für Helmer ist dies eine Fortsetzung seiner Pechphase. Gegen Stuttgart und gegen Fürth hatte er ebenfalls in entscheidenden Momenten gepatzt. Die 12. Minute im Westfalenstadion, Eckball Schupp. Und Reinhard Stumpf. Ja, die Dortmunder Abwehr alles andere als sattelfest. Es wurde Zeit, dass die Borussia mal was tat. Tat sie auch. Michael Rummenigge beim Freistoß. Und Gerhard Poschner. Schön pariert von Gary Ehrmann. Das ist Poschner. 33 Minuten dann gespielt, die Borussia mit Schwierigkeiten, Pausen, ehrgeizig, will an den Ball und ein derbes Foul an Gary Ehrmann. Eine unschöne Szene, für die es aber kein Gelb gab. Naja, niemand wird für ein solches Grätschen so viel Verständnis haben wie Lauterns Torwart Gerald Ehrmann. Die Tafel, der Torschütze, der keiner war, und das Halbzeitergebnis. Unerwartet, aber nicht unverdient. Zur Pause wechselte Dortmund, für Defensivspieler Kutowski kam Stürmer Martin Driller. Aber zunächst setzten wieder die Lauterer die Akzente. Schön das Spiel der Pfälzer. Lelle. Und Teddy de Beer. 55 Minuten gespielt. Da begannen die verunsicherten Dortmunder die Nerven in den Griff zu bekommen. Helmer! Das war schon mal ein Anfang, aber Helmer blieb nach seinem Patzer auch im Angriff glücklos. Dortmund drehte auf. Rummenigge. Frank Mill. Schön vorgelegt für Flemming Paulsen, aber zu hoch. 3 Minuten später, kritische Phase für Lautern. Thomas Frank aus dem Hinterhalt. Abgefälscht. Thomas Frank, der neue Borusse auf der rechten Seite. Wieder Rummenigge, Sekunden später. Michael Zorc. Tja, im Dortmunder Sturm steckte der Wurm. Wieder nichts. Zur Abwechslung Lautern. Hotic, de Beer, noch einmal Hotic und wieder de Beer. Das war sie, die große Möglichkeit zum 2:0 für die Pfälzer, aber Hotic war da meines Erachtens etwas zu halbherzig. Mitte der zweiten Halbzeit, Borussia in Schutzstellung, Ernst mit einem Freistoß treten und de Beer. Ernst übrigens der beste Lauterer, ein Mann mit vielen Ideen, mit tollen Pässen. Noch 10 Minuten, immer noch 1:0 für Lautern. Frank, es wollte nicht klappen. Gary Ehrmann will den Ball nehmen zum Abschlag, wird dann allerdings festgehalten und dann auch noch von den Zaungästen bespuckt. Eine Ladung Bier aus der zweiten Reihe. Und dafür gab es tatsächlich die gelbe Karte. Schiedsrichter Wiesel ist sicherlich einer der besten deutschen Schiedsrichter, aber diese Verwarnung war ein Witz. Noch 7 Minuten zu spielen. Lauterer lassen sich Zeit. Katletz, der GSFR-Auswahlspieler. Kunz. Und Hotic. 2:0 für Kaiserslautern. 84. Minute. Die Entscheidung im Westfalenstadion. Schön dieser Pass in den Lauf von Stefan Kunz. De Beer reagiert prima. Nikolic in die Hacken. Und dann ist Hotic da mit
dem 2:0 für den 1. FC Kaiserslautern. Der Torschütze. Der Rest der Spielzeit war lauterer Zauberei. Es wäre ein leichtes gewesen, noch ein drittes oder viertes Tor zu erzielen. Kadlec. Es blieb beim 0:2. Kalli Feldkamp, er feierte den Sieg mit einem Freudentanz. Horst Köppel machte sich indes Sorgen um Thomas Helmer. Gut, Thomas hat in Karlsruhe gut gespielt, heute wieder unsicher. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Vielleicht belastet ihn die Aussage von Berti Vogts, dass er ihn beobachten möchte, dass er ihn in den Kreis der Nationalmannschaft mitnehmen möchte. Vielleicht ist es zu viel für ihn. Vielleicht macht er sich da verrückt und spielt nicht mehr so sicher wie im letzten halben Jahr, nachdem ich ihn zum Libero im Grunde umfunktioniert habe. Das ist ganz klar, man sieht es. Und sobald Thomas Helmer wieder unsicher spielt, ist im Grunde auch der Robert Nikolic mit betroffen. Er lässt sich da quasi mit anstecken. Und ist auffällig, dass es irgendwie in allen Mannschaftsteilen noch hakt, obwohl ja namhafte Spieler gekauft wurden. Andreas Möller wurde verloren. Ist dieser Verlust doch stärker, als man geglaubt hat? Trifft er die Borussia stärker, als man geglaubt hat? Nein, wir haben immer gesagt, dass der Verlust von Andreas Möller mit Sicherheit also für uns schwer aufzufangen ist. Trotzdem ist es immer schwer, das weiß man auch, wenn man drei Stammspieler im Grunde genommen ersetzen muss. Die muss man integrieren und da gibt es Abstimmungsprobleme. Probleme anderer Art hatten einige Raudis, die ihren Frust über Dortmunds zweite Heimniederlage an unserem Dienstwagen ausließen.